Das sind die LTV-Themen vom Dienstag. Handwerker bewerten Wirtschaft. Cottbusser Tafel zieht um. Und NABU öffnet Kräutergarten. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Hallo? Ja, Hilfe! Mein Auto qualmt. Bitte schicken Sie mir ganz schnell den Abschleppdienst. Hallo? Haben Sie die Hose auch in der Größe 38? Oh, nee. Hallo? Ist da die Hotline? Ich bin auf der Suche nach meinem Internet. Schnelle Hilfe, Kundenberatung oder direkte Betreuung. Tag für Tag geben die Kundenbetreuer der Lausitzer Service Center ihr Bestes, um Ihnen zu helfen. Ob am Telefon, per SMS, via Mail oder auch in sozialen Netzwerken. Wir stehen für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit. Ihre Lausitzer Service Center. Service mit einem Lächeln. Herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Die Handwerkskammer Cottbus hat heute die Ergebnisse ihrer Konjunkturumfrage präsentiert. Dabei werden alle südbrandenburgischen Unternehmen nach ihren persönlichen Eindrücken befragt. Es geht zum Beispiel um Themen wie Umsatzentwicklung, Auftragslage, Verkaufspreise oder Beschäftigung. Die Ergebnisse ermöglichen der Kammer einen genauen Blick auf den aktuellen Stand des Handwerks. Außerdem lassen sich so mögliche Trends ableiten. Wie es nun genau in Südbrandenburg aussieht, sehen Sie jetzt. Der Konjunkturaufschwung im südbrandenburgischen Handwerk ist vorerst gestoppt. Ca. 89% der Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage zurzeit mit gut oder zufriedenstellend. Dennoch, die Dynamik der letzten Monate hat sich leicht abgeschwächt. Es sind jetzt nicht mehr Unternehmen geworden, leider, die sehr gute Konjunkturlagen aufweisen können. Dennoch, wir sind optimistisch und positiv und wenn auch gestoppt. Im Großen und Ganzen hielt sich die Konjunktur im letzten halben Jahr stabil. Dennoch gibt es einige größere Veränderungen in den unterschiedlichen Gewerbegruppen. War im Gesundheitsgewerbe die allgemeine Stimmung der wirtschaftlichen Entwicklung im letzten Jahr noch bei 60%, so stieg es in diesem Jahr um ganze 15,7%. Künftig wird sich die Bewertung aber normalisieren. Trotz geringer Betriebsauslastung und negativen Umsatzentwicklungen ist die Beschäftigung stabil. Größtenteils bleibt es bei den Handwerken in Zukunft auch so. Jedoch wird das Kfz-Handwerk seine Beschäftigungszahlen der Entwicklung von Umsätzen und Betriebsauslastungen anpassen müssen. Das Kfz-Handwerk hat es seit Jahren nicht ganz so einfach. Stützender Pfeiler ist ja das Servicegeschäft, das Werkstattgeschäft. Hier ist es so, dass man an seinen Fachkräften festhält und gerade auch neue Lehrlinge händeringend sucht, neue Fachkräfte sucht. Mehr Probleme bereitet eigentlich der Handel. Die Bevölkerung in Südbrandenburg wird leider nicht mehr. Wir werden in den Jahren einen erheblichen Bevölkerungsrückgang haben. Statistiken sagen, dass wir bis 2020 25-30% weniger Bevölkerung in Teilen von Südbrandenburg haben. Kurzum, sinkende Bevölkerungszahl, weniger Nachfrage bei den Autohäusern. Daher muss schon frühzeitig die Beschäftigungsanzahl dem Bevölkerungsrückgang angepasst werden. Für die nächsten Monate geht die Handwerkskammer aber dennoch davon aus, dass in allen Bereichen gute Zahlen erreicht werden können, solange der kommende Winter mitspielt. Die BTU Cottbus-Senftenberg und Vattenfall haben einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Dabei geht es um die IT-Sicherheit in Kraftwerksleitsystemen. Die BTU wird demnach in den nächsten Jahren bestehende Sicherheitsrisiken ermitteln und Schwachstellen testen. Kraftwerke gehören zu kritischen Infrastrukturen. Ausfälle könnten Versorgungsengpässe oder Störungen der öffentlichen Sicherheit riskieren. Deshalb erhält ihr Schutz eine wachsende Bedeutung. Und nun zu weiteren Kurznachrichten aus unserer Region. Bauarbeiten im Briesener Weg. Seit letzten Mittwoch werden hier Tiefrohrverlegungen durchgeführt. Die Anfahrt zum Restaurant und Reiterhof im Silo sind dadurch versperrt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich weitere 6 Wochen andauern. Neuer Spielplatz in Skardo.
Am letzten Samstag wurde ein neues Klettergerüst eingeweiht. Die Baukosten für dieses Projekt betrugen rund 63.000 Euro. Ermöglicht wurde dies durch EU-Fördermittel. Die endgültige Freigabe ist am Mittwoch. Großer Flügel auf dem Flugplatzmuseum in Cottbus. Seit Montag gibt es das 3 Tonnen schwere und 10 Meter hohe Leitwerksteil von einem Airbus 380 zu sehen. Damit ist die Einrichtung das einzige Museum deutschlandweit, das einen Airbus-Flügel ausstellt. Die Tafel ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation. Sie verteilt Lebensmittel, die normalerweise weggeworfen werden würden, an Bedürftige. In Deutschland ist die Tafel seit 1993 aktiv. Mittlerweile gibt es bundesweit mehr als 900 Verteilerstationen, eine davon auch in Cottbus. Nur leider waren die Räumlichkeiten für Mitarbeiter und Lebensmittel einfach zu klein. Das wird sich jetzt aber ändern. Nur noch eine Woche, dann soll alles fertig sein. In der Dostojewski-Straße in Sachsendorf wird derzeit kräftig angepackt. Hier hat die Cottbuser Tafel künftig ihren Sitz. Die Verbesserung der Hygiene und der Schutz der Privatsphäre waren Grund für den Umzug. Dank eines Warteraums muss nun keiner mehr bei Wind und Wetter vor der Tür stehen. Aber auch so bieten die neuen Räumlichkeiten noch einige Vorteile. Das ist unser großer Versorgungsraum, aber eben auch Raum für Kreativnachmittage. Es sollen vermehrt auch Angebote für Kinder stattfinden, Basteln, Hausaufgabenhilfe etc. Also nicht nur Ausgabe von Lebensmitteln, sondern das Ganzheitliche der sozialen Arbeit eben zu integrieren. Zudem gibt es im neuen Haus jetzt einen Lagerraum rein für Verderbliches. Somit kann die Kühlkette vom Spender bis zur Tafel gehalten werden. Hier sind wir jetzt im Prinzip in dem Bereich, wo nachher die Lebensmittel, gerade Obst und Gemüse, die angeliefert werden, verputzt werden durch unsere Mitarbeiter. Das heißt, wir bekommen ja hauptsächlich Lebensmittel, die vielleicht schon ein bisschen angedrückt sind. Das heißt aber nicht, dass diese Lebensmittel nicht mehr gut sind. Unsere Mitarbeiter sortieren jedes Lebensmittel aus. Es wird aufgemacht, es wird verputzt, es wird geguckt, kann ich das noch gebrauchen, und unter einem ganz strengen Leitspruch, der nämlich heißt, nur das, was ich noch selber essen würde, gebe ich auch an die Tafelkunden ab. Neu sind auch Teile der Küche, die helfen sollen, Hygiene und Sauberkeit zu gewährleisten. Wir holen unsere Ware mit Kisten ab, und die müssen aber auch regelmäßig gereinigt werden. Und dafür ist diese Maschine auch angeschafft worden, damit wir die hygienischen Standards einhalten. Bis zum 15. Oktober sind noch wenige Handgriffe zu machen. Dann wird das von den Albert-Schweitzer Familienwerken getragene Haus eröffnet. Vor knapp 2 Wochen war Herbstanfang. An den Bäumen können wir es schon langsam sehen. Leider zeigte sich das Wetter seitdem eher von seiner grauen Seite. Wenn sich dann aber mal die Sonne blicken lässt, gibt es den goldenen Herbst, wie er im Buche steht. So auch am vergangenen Samstag. Der Naturschutzbund hat das genutzt. In Kolkwitz war Tag der offenen Tür. Zu sehen gab es jede Menge Natur und fast vergessene Handwerkskunst. Am vergangenen Samstag öffneten sich die Gartentüren des Naturschutzbundes Kolkwitz e.V. an der Alten Försterei. Viele Besucher nutzen das sonnige Wetter zu einem Besuch der Veranstaltung. Ilona Hilmes und Christina Meyer stellten die alte Tradition des Spinnens vor und zeigten, wie man aus mit Naturfarben gefärbter Schafswolle nützliche Sachen für den bevorstehenden Winter anfertigen kann. Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen, so sagt der Volksmund. Hier schien sich diese Aussage zu bestätigen. Im Kräutergarten der Alten Försterei konnte man hunderte Pflanzen gegen fast alle Krankheiten bewundern. Carla Fröhlich erklärte den Interessierten, mit welchen Kräutern welche Farbe erzielt wird. Wir haben mit Goldrute gefärbt. Goldrute haben wir hier in der Vase. Die ist ja sehr häufig am Wegesrand und die gibt einen schönen Gelbton. Und wenn man dort dieses Salz, Eisensulfat dazu gibt, dann wird es grün. Für das leibliche Wohl sorgten die Frauen vom Naturschutzbund. Leckerer Kuchen und Süßspeisen waren bei den Besuchern begehrt. Eine Ausstellung von Pilzen und deren Verträglichkeit präsentierte der Pilzberater Lutz Helbig aus Forst. Dabei erklärte er nicht nur Kindern die Besonderheiten von essbaren und giftigen Pilzen. Bei Gesprächen mit den Besuchern betonte er wiederholt, wenn man sich unsicher über die Sorte ist, sollte man den Pilz lieber stehen lassen oder einen Termin mit einem Pilzberater vereinbaren.
Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen sehen Sie bei uns, was Sie bei der diesjährigen Herbstmesse erwarten können. Außerdem zeigen wir eine neue Ausgabe unserer Reihe Kinder leicht. Da steht dann nochmal der Weltkindertag im Mittelpunkt. Schalten Sie also auch morgen wieder ein. Tschüss. Ganz nah dran. BB, MV, Lokal-TV. Der Gemeinschaftssender aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Täglich von 17 bis 23 Uhr, aktuell und ganz lokal. Jederzeit verfügbar als Internetfernsehen. BB, MV, Lokal-TV. Große Herbstmesse mit verkaufsoffenem Wochenende im Möbelzentrum Großreschen vom 11. bis 13. Oktober mit exklusiven Einkaufsvorteilen. Bis zu 30% beim Möbelkauf und beim Küchenkauf bis zu 50% Rabatt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Achtung, bei einem Küchenneukauf ab 3.999 Euro bekommen Sie den Geschirrspüler geschenkt. Erleben Sie das Programm zur Herbstmesse mit unseren Live-Gewinnspielen und dem Siemens Live-Cooking mit herrlichen Köstlichkeiten zum Genießen. Nutzen Sie unseren besonderen Service wie die kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großreschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Das Projekt Mut, Mädchen und Technik lädt alle Mädchen, Eltern und Interessierte zum 2. UN-Weltmädchentag am 11. Oktober in die Lila Villa ein. Dabei können sich die Besucherinnen bei vielfältigen Mitmachangeboten in den Bereichen Technik, Handwerk, Naturwissenschaften und IT ausprobieren. Von 10 bis 17 Uhr in der Lila Villa Teamstraße 55. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zu den Angeboten unter frauenzentrum-cottbus.de oder über Facebook. H! B! B! TV! Erreicht! Denn mit dem Internetfernsehen HBB-TV werden Sie zum Programmdirektor. Der rote Knopf auf der Fernbedienung, Ihr Zugang zur ganzen Vielfalt bei BBMV rund um die Uhr, jederzeit. Mit dem gelben Knopf geht's zu den Beiträgen übersichtlich und kinderleicht zu bedienen. Alles, was Sie brauchen, ist ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät und ein Internetzugang. Auch über eine HBB-TV-taugliche Satellitenbox sind Sie dabei. Alles ist möglich, denn HBB-TV ist auch kinderleicht! Landskron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Der Dienstag war von einem Mix aus Sonne und Wolken geprägt. Bei schwachem Südwind lagen die Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad. Die in der Nacht langsam aufkommenden Wolkenfelder verdecken mit der Zeit den Himmel. Es bleibt trocken, während die Temperaturen auf 10 Grad zurückgehen. Der morgige Tag wird wieder etwas kühler. Die Sonne zeigt sich erst am Nachmittag. Vereinzelt kann es auch zu Schauern kommen, die gegen Abend aber wieder abziehen.
Bei maximal 15 bis 16 Grad bleibt es dennoch angenehm mild. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats Oktober, Landskron Puppenschulzes Schwarzes. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Aus der Idee geboren und mit Liebe gestaltet. Kunstwerke in Perfektion. Gardinen von Ulrike Tetzlaff Design sind nur echt mit diesem Zeichen. Authentisch, ökologisch, edel. Erleben auch Sie im 8. Showjahr einen Abend der Superlative. Mit Punsch am Feuer, Weihnachtsbuffet und einer fantastischen Show in der alten Chemiefabrik. Dieses Jahr Winterwunderland und Dinner. Broadway-Feeling pur mit Wanda Kay. Stimmgewaltige Interpretationen der ganz Großen des Showgeschäfts. Diese phänomenale Show dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Vom 29. November bis 20. Dezember. Immer donnerstags bis samstags. Winter, Wunderland und Dinner. Ihre Weihnachtsfeier der besonderen Art. In der alten Chemiefabrik. Jetzt das Firmen-Sorglos-Paket reservieren. Weihnachtsbuffet, Show und Tanz für 59,95 Euro pro Person. Informationen und Reservierungen unter Cottbus 48 3x6 21 oder www.alte-chemiefabrik.de. So, Schluss jetzt. Ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch einen Wurm Outdoors Härtel. Die Agentur für Arbeit Cottbus organisiert eine informative Vortragsreihe vom 1. bis 10. Oktober für Schüler, Schülerinnen sowie allen Interessierten zu den Themen Ausbildung, Studienmöglichkeiten und Karriere im Berufsinformationszentrum Cottbus. Etablierte Unternehmen wie die Agentur für Arbeit, der Polizeivollzugsdienst, die Deutsche Bahn AG und die Bundeswehr stellen sich vor. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Agentur für Arbeit Cottbus, Bahnhofstraße 10 oder unter Telefon 0355 619
21 75.